Marco, wenn man so will, heute Tag der offenen Tür in Innsbruck. Insgesamt haben die Wacker Amateure 8 Treffer kassiert und ohne überheblich wirken zu wollen, muss man feststellen, damit waren es eigentlich sogar noch gut bedient. Ja, ich glaube gar nicht, dass am heutigen Tag Wacker ein schlechtes Spiel gemacht hat. Wir haben heute, glaube ich, vor den ersten Minuten fast fulminant gestartet. Überfallsartig sind uns gleich die ersten, sage ich mal, Situationen super aufgekommen, haben gleich ein paar wunderschöne Tore gemacht und sind haben sie in einen richtigen Rausch gespielt, sage ich mal. Und ja, an so einem Tag, wenn alles aufgeht, dann kann es einmal sein, dass es fast zweistellig ausgeht. Und heute wollte er einen Sieg einfahren, um Tabellenführer zu sein, weil Liefering hat gestern am Freitagabend vorgelegt. Aber dass man hier am Tivoli nicht nur einen Sieg einfährt, sondern sogar noch was deutlich was fürs Torverhältnis tun kann, mit dem war so im Vorfeld eigentlich nicht zu rechnen. Nein, das nicht, aber wir haben das gestern natürlich mitgekriegt, aber grundsätzlich schauen wir da gar nicht zu viel auf die anderen. Wir müssen unsere Hausaufgaben jetzt Wochenende machen. Wir sind im Moment in einem guten Rhythmus drinnen. Das Radl fängt langsam zum Greifen an. Und wenn wir so weitermachen, glaube ich, dann werden wir hoffentlich eine Zeit oben bleiben. Das hoffen wir uns auch. Danke und gratuliere, Marco. Michi, zuerst auch einmal Gratulation. Ein Ergebnis, was man nicht allzu oft feiern kann, besonders nicht auswärts und besonders nicht am Tivoli. Aber 8 Tore vorangeschossen, aber das wird dann vielleicht zu wenig berücksichtigt, deshalb wollen wir das jetzt tun. Auch hinten steht die Null wieder. Bislang nur ein Tor kassiert, auch heute die Abwehr eigentlich großteils wieder bombenfest und sicher. Da spielt die ganze Mannschaft mit. Das ist nicht nur die Abwehr, dass die Null hinten steht, sondern da zählt die ganze Mannschaft. Vorne der Stürmer ist schon der erste Verteidiger. Okay, also die gesamte Mannschaft verteidigt die Null und das ist erfreulich. Genau. Aha, na, das wollen wir schon noch wissen, weil vergangene Saison die Abwehrreihe ja eigentlich, sagen wir so, das Sorgenkind der Austria und das hat sich mittlerweile zum Prunkstück etabliert. Du ja schon im Frühjahr dabei gewesen, kannst du den Vergleich ziehen. Warum ist man heute deutlich stärker? Ja, ich glaube, die Mannschaft ist insgesamt viel stärker. Also die Saison, dann kann man das nicht so leicht vergleichen. Es ist eine ganz andere Mannschaft und wir sind jetzt um einiges stärker und das muss man berücksichtigen. Und so wie du, auch dein Partner in der Abwehr, der Fabio Strauß, liefert Match für Match eine tolle Leistung ab. Der Fabio Strauß spielt jedes Spiel wirklich gut. Er ist sehr jung und ist ein Riesentalent, finde ich. Komm. Wenn er weiter spielt, dann schaut es gut aus. Kommende Woche geht es dann gegen Weiß-Grünau zu Hause. Ich glaube, da kann das einzige Ziel auch nur sein, Sieg und damit weiterhin Tabellenführer. Natürlich, wir spielen jetzt Spiel auf Sieg. Da gibt es nichts anderes bei uns. Okay, dann freuen wir uns auf kommenden Samstag, aber bisher feiern wir ein bisschen den Sieg heute. Danke, Michi. Danke. Tom Hofer, du wolltest einen Sieg haben heute hier in Innsbruck, um Tabellenführer zu sein, das sind wir wieder, aber es war heute nicht nur ein Sieg, das war ja eigentlich eine violette Gala-Vorstellung. Ja, das kann man wirklich sagen. Also es war von der ersten Minute weg eine Top-Leistung. Ich denke, heute hat man ein Regionalligaspiel gesehen von Austria Salzburg wie noch nie. Das hat alles funktioniert. Wir haben uns heute in ein Spiel rausgespielt, aber wir waren ja wirklich von der ersten bis zur letzten Minute brandgefährlich. Die sind ja mit dem 8-0 noch gut bedient, weil wir haben ja noch viele hochkarätige Chancen gehabt. Und glaube, heute hat man gesehen, mit welcher Leidenschaft, wie viel Herzblut diese Mannschaft an die Sache herangeht. Und ich glaube, jetzt ist endgültig der Funke übergesprungen von den Fans auf die Spieler und umgekehrt. Ich glaube, das ist eine super Einheit, mit der was wir brutal viel erreichen können. Sprich, jetzt sind wir an dem Punkt, den du dir gewünscht hast von der Mannschaft. Heißt, wir können uns auch in einer Woche gegen Grünau auf eine ähnliche Leistung freuen. Ist die Mannschaft dort, wo du sie haben wirst, bereits angekommen? Nein, es wäre jetzt ein Riesenfehler, wenn man von der Mannschaft Woche für Woche solche Spiele fordert und erwartet. Ich denke, es werden auch Spiele kommen, wo es eng wird. Da brauchen wir auch die Fans wieder. Wir müssen einmal ein enges Spiel oder einmal einen dreckigen Sieg einfahren. Heute war es natürlich vom Spielverlauf her ideal. Die Mannschaft ist uns entgegengekommen, weil sie mitgespielt hat. Aber man hat einfach gesehen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Und es macht einfach Spaß, da Trainer zu sein. Und so kann es weitergehen. Tom Hofer, ich gratuliere zum 8:0-Sieg. Ich wiederhole, 8:0-Sieg am Tivoli. Es ist eigentlich unglaublich. Ich glaube, alles Ergebnis spricht Bände. Ich kann es selber nicht realisieren. Ich denke, da muss man jetzt einmal 1-2 Nächte drüber schlafen, weil ein 8-0 auswärts gegen eine sehr, sehr starke Amateurmannschaft, die es bisher eigentlich in der Liga sehr, sehr gut mitgehalten hat. Ich glaube, das sagt eigentlich alles. Und darüber
denke, ich brauche mir jetzt keine Worte verlieren. Die Mannschaft war heute überragend und auf das freue ich mich. Und ich wünsche eine schöne Busfahrt zurück nach Salzburg. Danke dir. Walter, bislang waren wir dreimal in Innsbruck, zweimal hat man mit einer Niederlage nach Hause fahren müssen. Heute sollte eigentlich endlich der erste Sieg her, aber dass er dann gleich 8-0 ausgeht, das ist ja schon fast ein bisschen übertrieben. Oder wie siehst du das? Ja, das ist fast schon kitschig schön heute. Ich habe gerade scherzhaft gesagt zum Trainerhofer, das Einzige, was nicht gepasst hat, ist die Chancenauswertung. Und das muss man nach einem 8-0 einmal sagen können, weil wir haben ja, glaube ich, nur 500%ige Torchancen ausgelassen. Aber mit einem 8-0, wenn man das vorher einer gesagt hätte, ich hätte gesagt, der spinnt, der ist verrückt, der kann nicht ganz dicht sein. Ich glaube, dass wir heute eine tolle Revanche gefeiert haben für die letzten zwei Spiele, die aus unserer Sicht unglücklich gelaufen sind. Wir haben ja zweimal verloren, aber mit der Mannschaft, die wir heute hier am Platz gehabt haben, waren wir sowas von klar dominierend, dass der Sieg auch in dieser Höhe sicher in Ordnung geht. Der geht in Ordnung und genau deshalb war das ja eigentlich heute eine wirkliche Machtdemonstration, wenn man so sagen will. Ja, wir wollen jetzt die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen. Wir haben jetzt 6 Spiele hinter uns. Wir haben die alle erfolgreich gestaltet. Wir waren in allen 6 Partien, auch in St. Johann auswärts beim Unentschieden, die klar bessere, die dominierende Mannschaft. Aber es kommen noch die wirklich harten Brocken mit Wattens, mit Dornbirn, mit Bregenz, mit Liefering. Und da wird sich dann wirklich zeigen, was diese Erfolge in der Anfangsphase wirklich wert sind. Aber für heute ist einfach nur alles wunderschön. Ich habe jetzt gerade die Mannschaft eingeladen auf Freigetränke bei der Heimfahrt. Es wird sicher eine lustige Heimfahrt werden. Und ich freue mich einfach, dass das heute so toll geklappt hat. Ich glaube, mit dir freuen sich ungefähr 800 Austrianer, die heute mit in Innsbruck waren. Danke, Walter.